Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ankh. So, wir stehen hier wieder vor dem Palast und müssen natürlich rein. Ich rede nochmal mit dem Wachen hier. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Die wieder ein bisschen furchtlosen Wachen des Pharao kennen kein Pardon! Krokodile? Vergessen Sie's! Der Psychiater hat ganze Arbeit geleistet. Na toll, lässt uns nicht rein. Nur nochmal. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Die wieder ein bisschen. Bla bla. Ich weiß, wo die Tochter des Pharao ist. So, dann mal raus mit der Sprache. Sie ist in der Sphinx. Na, das haben Sie sich ja schön ausgedacht. Da könnte ja jeder kommen. Tretet zur Seite, wenn euch das Leben der Tochter des Pharao lieb ist. Wir treten vor niemandem zur Seite. Na. Los jetzt, lass mich Halt, rein. der Herr! Keinen Schritt weiter! Die. Was muss ich denn anklicken? Ich weiß, wo die Tochter des Pharao ist. So, dann mal raus mit der Sprache. Das hier? Das sage ich nur dem Pharao persönlich. Na, das haben Sie sich ja schön. Ah. Wollt ihr das riskieren? Dass die Tochter des Pharao in Gefahr ist, weil ihr mich nicht reinlasst? Na ja, das ist ein Argument. Einen angenehmen Tag im Na, Palast endlich. wünsche ich. Oder bei den Löwen, falls sie doch gelogen haben sollten. Schön. Also rein mit uns. So, was haben wir hier denn alles? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Mal nix. Muss ich wohl da oben durch? Hier ist wohl nix. Nee. Also rein mit uns. Schon wieder. Was für ein interessanter Zufall. Du willst mich nicht auf der Stelle umbringen? Na ja, jetzt erzähl erst mal, was du zu sagen hast. Ich weiß, wo deine Tochter ist. Sie ist in der Unterwelt. Was? Na, so ein glücklicher Zufall. Ich meine, wie furchtbar. Du musst sie da rausholen. Und wenn nicht? Dann setze ich mich nicht dafür ein, dass dein Fluch aufgehoben wird. Aber wenn doch Osiris deine Tochter hat und ich sie raushole, wird er da nicht böse auf dich sein und meinen Fluch gar nicht aufheben wollen? Papperlapapp, wir sind die besten Kumpels, der Ossi und ich. Wenn ich erst mal wieder meine Tochter habe, wird sich das schon alles klären lassen. Aber wenn dir das noch nicht reicht, verspreche ich dir halb noch meine Tochter und halb Ägypten. So, jetzt zufrieden? Toll, hört sich gut das an. mache ich. Sehr schön. Hier ist der Schlüssel zur Sphinx. Damit kommst du in die Unterwelt. Was ist denn das für ein Schlüssel? Eine abgehackte Hand? Sagen wir mal, es gab da Probleme mit dem Schlossermeister. Aber keine Angst, der Schlüssel funktioniert bestens. Viel Spaß und grüß Osiris von mir. Oh, ich Armer. Du Armer. Okay. Naja, wir wissen ja wenigstens, wo der Mechanismus für die Hand ist. Ja, würde ich mal sagen, wieder ab in die Wüste und auf zur Sphinx. Ach, dieses Mausgeklicke macht mich verrückt, ey. Dass man das nicht mit dem Gamepad spielen kann, ist doch blöd. Oh, ich kann die Nachricht lesen. Sieht bedrohlich aus. Oder auch nicht.
Ach Mann, dass der immer so weite Wege laufen muss. So, wie komme ich jetzt am besten in die Wüste? Ich laufe mal hier lang. Ich glaube, das ist egal, wie rum ich gehe. Obwohl es, glaube ich, andersrum doch ein bisschen schneller gewesen wäre. Naja, egal. Da ist die Oma wieder. Fatima. Stimmt, andersrum wäre es besser gewesen. Egal, wir sind ja gleich da. Mann, schön dich. Nur zu. Prima. Das geht wenigstens relativ schnell. Hier lang. Komm schon, lauf einen Schritt schneller. Kann in der Wüste ruhig mal einen Sprint einlegen, der ist hier. So, wo ist er? Da ist er. Also nehmen wir die Hand. Und legen die auf diesen Mechanismus. Die Sphinx öffnet sich. Na dann, rein ins Verderben. Was ist denn das da? Das sieht mir verdächtig nach einer Lebensenergieanzeige aus. Ich hoffe, das ist nur ein schlechter Gemini. Scherz. Ja, das hoffe ich auch. Oh wei, oh wei, oh wei. Wow. So sieht die Sphinx also von innen aus. Da muss ich rauf? Oh mein Gott. Hab ich dich. Was? Autsch! Ey! Ey, das war doch gerade die Nah, oder? Na, wir schauen uns mal um hier. Nichts Besonderes drin. Schwere Holzpflöcke. So, hier sehe ich nichts. Lose Platten. Die Platten sind noch nicht fertig verlegt. Hier, ein Brief. Na, den lesen wir uns doch gleich mal durch. Von Pharao an Arbeitstrupp. Betreff Mumie. Hallo, ihr Pfeifen. Osiris hat mich schon wieder gefragt, warum die Mumie noch nicht angekommen ist. Kann es vielleicht sein, dass ihr irgendwas vergessen habt? Hey, meine Lebensenergieanzeige ist ja voll mau. Wegen einem kleinen Stein? Eine Kiste mit Baumaterial. Was ist das denn hier? Hammer. Her mit dem Hammer. Farbeimer. Die haben die Maler hier stehen lassen. Okay, was ist das? Der
Der Wagen hat eine tiefe Spur im Lehm hinterlassen. Sieht ja ganz witzig aus, wa? So, wie komme ich da jetzt rauf? Ich glaube hier. Hier liegt auch was. Brief Nummer 2. Aha. Mal lesen. Von Pharao an Arbeitstrupp. Betreff. Antwort. Mumie. Wie bitte? Ihr habt den Schalter falsch konstruiert? Dann leert doch einfach das Aquarium, geht nochmal runter in die Grabkammer und baut diesen Schalter richtig ein. Und am besten noch, bevor mich der Chef in die Totenwelt einbestellt. Also müssen wir das Aquarium leeren, ja? So wie ich das verstanden habe. Wir müssen doch bestimmt an den Schalter kommen. Hier ist doch das Aquarium. Da drin schwimmen Zitterale. Da drin schwimmen Zitterale. Ja, nimm dir doch mal einen Zitteraal. Ja, geht wahrscheinlich nicht. So, weiter hoch. Komme ich hier jetzt weiter hoch? Oder wie oder was? Oberes Gerüst. Liegt hier noch irgendwo was? Nee. Okay. Einmal nach ganz oben. Ui, hier sieht es ja auch lustig aus. Ein kreisrundes Loch. Kreisrundes Loch, okay. Ganz Ägypten ist voll von diesen Dingern. Was war das? Ah, Feigen. Lecker. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Was haben wir hier noch? Vasen, noch mehr. Ganz Vasen. Ägypten ist voll von diesen die extra langen Mumienbandagen. Leider schon etwas vergammelt. Schlüsselloch? Sieht aus wie der Abdruck einer Nase. Aha, okay. Noch mehr Bandagen. Die extra langen Mumienbandagen. Leider schon etwas vergammelt. Basen, Bandagen, Bandagen. Nasenloch. In dem Nasenloch befindet sich eine Art Luke. Mach doch mal auf. Geht das nicht? Ein Lastenkran. Komme ich hier noch weiter rauf oder wie oder was? Pausenplatz nur. Das ist ja lustig. Kann ich ein Nasenloch öffnen hier? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ein Lastenkran. Hm. Die Baugerüste sehen solide aus. Dann gehen wir mal wieder runter. Hier ist ja anscheinend nichts mehr. Dieser Arm wurde noch nicht ganz fertig gebaut. Was ist hier, wenn ich hier weitergehe? Was ist nicht hier? Ein Zementsack? Aha. Ich komme nicht ran. Ja, vielleicht jetzt mit dem Hammer? Ein sehr modernes Bauwerkzeug. Sollst nicht angucken, sollst nehmen. Oh, das scheint zu gehen. Cool. Und unten. Komme ich nicht weiter. Ey, hier ist aber der dritte Brief. Ich komme nicht ran. Oh nein. Aber. Gehen wir mal diesen Zement holen. Gucken, wo ich den jetzt hingeschmissen habe. Wo ist der jetzt hingefallen? Weiter hier. Ich den nicht hier. Da ist er, ne? Oder? Jawohl. Mal ein bisschen Zement einsacken. Jawohl. So, irgendwas muss ich nämlich bestimmt noch mit den Wagenspuren machen, denn die sehen nämlich aus. Vielleicht seht ihr das. Wie so eine Leiter, oder? So, versuchen wir es mal. Zement sieht man gar nicht. Ich habe hier noch ein bisschen Wasser. Wusste ich doch, dass ich das noch gebrauchen muss. Ha, das sieht ja auch witzig aus. Cool. Ja, die kann er sich mal eben so einstecken, oder wie?
gucke ich mal, ob ich an den dritten Brief komme. Immer schön weiter hoch, weiter hoch. Ey, wo läuft er lang? Das war ja auch geil. Schöner Grafikfehler, jawohl. Weiter, Asiel, weiter, weiter. Gleich hast du es geschafft, genau hier. Aber wie muss ich benutze Leiter? Ich komme nicht dran. Achso, dann muss ich wohl mit dem Teil hier die Leiter benutzen, ja? Oder wie? Hä? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Mit dem Brief vielleicht? So? Das scheint nicht zu funktionieren. Was? Wie denn? Komme ich nur von unten dran, oder wie? Ach, ich probiere es nochmal. Schnell runterlaufen. Nee, nicht zur Brust. Mir wird ganz schwindelig. Mit dem Gerüst? Nee, mit dem. Was war das? Fenster? Da drin schwimmen Zitterale. Ach so. Okay. Womit muss ich das jetzt benutzen? Mit dem Holzstapel oder mit den leeren Kisten oder mit was? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht. Schwere Holzpflöcke. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich beende diesen Part mal und ich werde dann überlegen, wo ich am besten diese selbstgebaute Leiter hier hinstellen kann. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann. Ciao.